Herzlich willkommen beim Invest in Best YouTube-Channel. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hörtnagel. Hannes und ich sprechen heute über die aktuellen Entwicklungen im Kryptowährungsmarkt. Wir sprechen über die kommenden Regulierungen, die mittlerweile jetzt ja auf uns zusteuern. Ich glaube, das war abzusehen mit einem ständig steigenden Bitcoin-Preis. Und im Kryptomarkt generell die Euphorie, die mittlerweile entsteht, muss man ganz klar sagen, Regierungen schauen sich das vielleicht noch ein bisschen an, aber spätestens, wenn ein paar gewisse Marken gebrochen werden, über die wir heute im Video sprechen, dann kommt es höchstwahrscheinlich auch zu ganz starker Regulierung. Und was das aber weiterhin für die Preise dann bedeutet, was das bedeutet für Leute, die eben Kryptowährungen besitzen, über das sprechen wir heute in diesem Video, also super spannendes Thema, unbedingt dranbleiben. Bevor wir aber loslegen, wir haben unsere Aktion bei Invest in Best mit dem Bonuscode INVEST um 290 Euro die gesamte Jahresmitgliedschaft, Wochenupdates, Zyklenupdates, Alertupdates und das Bildungsangebot von Invest in Best mit Life-Changer-Seminar und natürlich das Bitcoin-Special, das jeder da draußen gesehen haben sollte. Hannes, servus. Im Kryptoland geht es ordentlich zur Sache. Mittlerweile auch die Regierungen, jetzt langsam aber sicher, holen sie die Keule raus. Man will regulieren, neben die ganzen Unternehmen, die mittlerweile in den Kryptowährungen investieren, besonders natürlich Bitcoin, ist es jetzt wirklich soweit, dass man eben ja vielleicht bald mal die Keule rausschwingt. Hannes, servus. Was sagst du dazu? Servus, Benjamin. Ja, auf alle Fälle, diese große Keule wird geschwommen werden. Viele Länder sind ja schon auf dem Weg. Wie gesagt, wenn wir nach China schauen, in China ist ja natürlich schon das ganze Krypto-Thema ein Riesendorn im Auge. Man will ja bis 2022, bis zu den Olympischen Spielen an und für sich ja soweit sein, dass China das erste Land ist, wo das digitale Zentralbankgeld flächendeckend ausgegeben wird, wo es eingeführt wird und wo es in einem Riesenspektakel aller Tribute von Barnum dann eingeführt wird. Benjamin, natürlich ist der Bitcoin ein Riesendorn im Auge, denn Bitcoin steht ja genau für das Gegenteil. Es steht ja für dezentral, ist nicht für zentral, was China möchte, sondern für dezentral. Es heißt auch irgendwo das Menschengeld. Und genau das Gegenteil will natürlich China. China will ein Institutionsgeld. Und da gibt es natürlich schon die großen Spannungen. Und ich glaube einfach, Benjamin, China wird auch hier die Vorreiterrolle übernehmen bei den staatlichen Repressionen gegen Krypto, gegen Bitcoin, was da alles kommen wird. So hat auch China jetzt offiziell den Krieg gegen Bitcoin-Mining im eigenen Land erklärt und beispielsweise in der Mongolei, was sehr stark ansässig schon war für das ganze Krypto-Mining, das auch verboten hier. Und was ist dann passiert? Ja, der Bitcoin-Preis ist 6% nach oben geschnallt. Also da sieht man, was die Verbote nicht unbedingt immer das machen, was sie an und für sich tun sollen. Und vor allem, ich glaube, es wird richtig spannend, Benjamin, was, wenn jetzt die Quartalsberichte rauskommen in ein paar Wochen, welche Unternehmen schon in Bitcoin drinnen sind, welche Unternehmen schon in Krypto generell. Da wird auch die eine oder andere größere Überraschung dabei sein, glaube ich, wer wo in Krypto schon investiert hat. Und dann wird es für die Staaten immer schwieriger, glaube ich, einfach hier massiv dagegen vorzugehen. Zu spät ist es an und für sich schon in dem ganzen Umbruch drinnen. Aber da bin ich mir sicher, und da muss sich auch keiner Illusionen machen, der Staat lässt sich da ganz viel einfallen. Wie gesagt, der Staat hat ja vor allem auch die Möglichkeit, eine Umgebung zu schaffen. Es muss gar nicht immer diese Verbote geben, diese klassischen, nein, es wird jetzt verboten, Bitcoin, oder du kommst ins Gefängnis. Viel, viel besser funktioniert es, und das sehen wir in Deutschland, das sehen wir in Europa und auf der ganzen Welt, eine Umgebung zu schaffen, wo die Menschen dann freiwillig wie die Lemminge über den Abgrund springen. Also braucht man keine Verbote, wir schaffen nur eine Umgebung. Benjamin, übrigens, da werden wir diese Woche noch, ich glaube am Samstag ist es soweit, einen tollen Bericht machen, wie die Menschen in Europa beeinflusst werden, wie die Menschen in Europa getrieben werden, eine Richtung zu denken, und wie das Ganze auch wunderbar funktioniert, sieht man ja auch bei den deutschen Wahlen, wenn ein linkes Land einen Linksruck erlebt in den Bundesländern, dann kann das ja nur mehr mit einer gewissen Umgebung zu tun haben, die geschaffen wurde, wo die Menschen sich dann freiwillig entscheiden, noch weiter ihre Verantwortung und alles abzugeben, was sie als Menschen irgendwo auch ausmacht. Hannes, aber ein Thema Bitcoin-Regulierung, auch noch wichtiges Land neben China, muss man auch noch erwähnen, das ist Indien. Auch aus Indien gibt es derzeit neue Nachrichten, Neu-Delhi, Mumbai. Da geht es darum, dass aktuell Bitcoin-Besitz dass man Geldstrafe bezahlen muss, wenn man Bitcoins nur besitzt, beziehungsweise überhaupt
digitale Vermögenswerte besitzt. Da gibt es dann eine Geldstrafe in Indien. Also man will hier ganz kleine Kryptomarkt komplett durchregulieren und verbieten. Das ist wirklich der absolute Oberhammer. Es sind sogar Gespräche im Raum, dass man Gefängnisstrafe auf Bitcoin-Besitz und Handel in Indien auferlegen wird. 10 Jahre Haft, übrigens 10 Jahre Haft. Das war ein Regierungsprogramm im Jahre 2019, das auch bis jetzt noch nicht durchgegangen ist. Aber die Diskussionen befinden sich in der Endphase. Der Entwurf ist schon da. 10 Jahre Haft für Kryptobesitz, das wäre wirklich unfassbar. Also Indien gibt hier richtig, richtig Gas. Und die Argumentation ist immer die gleiche. Man sagt, ja, die Gier derzeit, die da herrscht in diesem Kryptosektor, Bitcoin, über $60,000 mittlerweile. Und wegen Elon Musk kaufen jetzt alle quasi Bitcoins, weil eben die ganz Großen der Welt jetzt da einsteigen. Und das sieht eben Indien als ganz große Gefahr. Man will die Bürger schützen. Es ist nur eine große Spekulationsorgie. Hochrangige indische Beamte, die haben sogar Bitcoin als Ponzi-Scheme, also Ponzi-Programm bezeichnet. Der Finanzminister Nirmala Sitharaman hat Bedenken, dass die Anleger ihr ganzes Geld verlieren könnten. Und ganz spannend natürlich noch, die Reserve Bank of India, auch die hat sich da ganz klar gemeldet und hat gesagt, die Finanzstabilität ist in höchster Gefahr wegen Kryptowährungen und deswegen muss man jetzt hier regulieren. Und das finde ich wieder wirklich einen sensationellen, es hat einen faden Beigeschmack, dass eben Zentralbanken und Regierungen so Angst haben vor der vom Funny Money Bitcoin. Das ist schon lustig, dass man es irgendwie auf der anderen Seite als Blase bezeichnet, dass man die Leute vor diesem Ponzi-Schema irgendwie befreien möchte und dann sagt man, nein, wir müssen es regulieren. Benjamin, das ist genau dieser Scam, den sie uns alle vormachen wollen. Wie gesagt, sie geben Bitcoin für irgendwas die Schuld, dass das Finanzsystem, das solide und starke Finanzsystem, was uns über Jahre getragen hat, zerstört. Betrogen und belogen, das ist das Finanzsystem der Geschichte, das ist Fiat Fake Money, wo eine zentrale Stelle die absolute Macht hat über den Wert unserer Zeit, über den Wert unserer Immobilien indirekt damit und auch unserer Leistungen irgendwo zu bestimmen. Und dagegen geht Bitcoin vor, das stimmt. Und dagegen geht die Kryptoszene und vielleicht auch dieser ganze Umbruch vor. Ich sage nicht, dass alles dabei gut ist, aber dass man das alte System, das Fiat-Fake-System, das offenkundig nun zeigt, welcher Betrug dahinter steckt, dann als schützenswert hinstellt, verstehe ich nicht ganz. Aber Benjamin, das ist ein Teil der ganzen Geschichte, die da abläuft. China macht es nicht viel anders. China sagt einfach ganz klar, es verbietet ja das ganze Kryptomining nur aus einem bestimmten Grund, und zwar wegen dem Umweltschutz. Zu viel Energie braucht einfach das ganze Kryptomining und die ganze Kryptoszene auf, um eben dort noch nachhaltig nicht mehr leisten zu können, mehr oder weniger. Und deswegen muss das verboten werden, weil es eben so umweltschädlich ist. Und das sagt ein Land, das für den größten CO2-Ausstoß auf der Welt verantwortlich ist, mehr CO2-Ausstoß als USA und Europa zusammen, das heuer wieder 700 neue Kohlekraftwerke entwickeln wird, das im Grunde auf alles, was es nach außen propagiert, was wichtig zu sein scheint, es sind hier selber nicht umsetzt. Und dann natürlich das mit der fadenscheinigen Ausrede. Also ich glaube, jeder Mensch, der ein bisschen die Augen offen hat, der nur einen Teil seiner Scheuklappen abgelegt hat, kann erkennen, was für eine perfide und einfach gestrickte Propaganda dort im Hintergrund steckt. Ich bin schon richtig neugierig drauf, Benjamin, was Lagarde und was die europäischen Eliten an der Spitze natürlich, die Kanzlerin Merkel und Co. sagen werden, warum Bitcoin verboten wird. Es wird wahrscheinlich irgendwas zu tun haben in Europa mit der Pandemie. Wahrscheinlich ist Bitcoin ein Virus, was sich verbreitet oder was auch ähnliches. Ich weiß es nicht. Bleib mal gespannt. Ich bin schon richtig neugierig drauf. Aber eines muss klar sein, jedes Verbot auf der Welt hat an und für sich nie dazu geführt, dass eben etwas ausgestorben oder verhindert ist. Das muss man sich einfach bedenken. Immer wenn etwas verboten wurde, ist es im Endeffekt gestärkt worden. Alkoholverbote, Goldverbote, alles Mögliche, was verboten wurde, wurde im Hintergrund erst richtig groß und hat dann einen Aufschwung auch irgendwo erlebt. Und wenn man sieht, wie in vielen Bundesstaaten in der USA, wie in vielen Staaten in Südamerika, wie viele Bereiche, fortschrittliche Bereiche in der Welt, nicht zuletzt die liebe Schweiz, Benjamin, aktiv arbeiten am Krypto, an der Weiterentwicklung und am Vernetzen der Wirtschaft im Kryptobereich, dann sieht man einfach, wo die Reise hingeht. Und ich glaube einfach, jeder, der sich dort nicht die Chance erkennt, der schießt sich kräftig ins eigene Bein.
Hannes, man hat ja immer gesagt, dass es eine Blase ist und eine tote Technologie. Ich kann mich noch gut erinnern, 2018 wurde auch die Blockchain-Technologie als tot, ja, wie soll ich sagen, beziffert. Man hat damals gesagt, oder betitelt, man hat damals gesagt, dass es jetzt vorbei ist. Das war's mit dieser Riesenblase. Man wird nie wieder die Hochs von damals erreichen und dass es nur wegen dem Tether-Boom mehr oder weniger so hochgegangen ist. Also völlig manipuliert hat man diesen Markt hingestellt. Und jetzt sagen aber eben die Bären und die, die negativ sind auf den Kryptosektor, die sagen derzeit, dass Amerika hundertprozentig die Kryptoszene bzw. Bitcoin bannen wird, bevor es den US-Dollar als Leitwährung mehr oder weniger abschießt. Also man sieht ganz klar, es kommen immer wieder neue Argumente, aber bis jetzt alles, was passiert, dass dieser Preis von Bitcoin einfach nur gestiegen ist seitdem. Das sind die Fakten, okay? Auch wenn wir auch sehr, sehr viele negative Kommentare immer über Bitcoin bekommen, sehr, sehr viele negative Kommentare generell über den Kryptobereich. Hier muss man einfach auch mal ein paar Zahlen jetzt nochmal anschauen. Wir haben hier aktuell MicroStrategy, also das Unternehmen, das jeder kennt, Michael Saylor, der CEO, die haben derzeit 91.064 Bitcoins auf ihrer Balance Sheet. Das ist unglaublich. Square hat 8.027 Bitcoins. Tesla 43.053 Bitcoins, ist also so eigentlich der zweitgrößte Bitcoin-Besitzer unter diesen US-Corporations. Und der Durchschnittspreis von Tesla war übrigens, da gibt es jetzt Zahlen, der war 34.841 Dollar, hat Tesla bezahlt für die Bitcoins. Square hat bezahlt 27.407 Dollar. Und MicroStrategy, Michael Saylor, der Early Adapter, so muss man ihn nennen, der hat bei 24.119 Durchschnittskurs für MicroStrategy eingekauft. Also ein jeder, das muss man jetzt ganz klar sagen. Ich meine, einer der reichsten Leute der Welt, Elon Musk, hat einen Durchschnittskurs mit Tesla von 34.000 und MicroStrategy mit 24.000. Das heißt, jeder, der unter 20.000 Bitcoins noch bekommen hat, war ein sogenannter Early Adapter in Bitcoin. Und ich habe damals schon so oft gehört, dass die Leute bei 13, 14, 15, keiner wollte es kaufen. Wir haben das nachweislich bei Invest beim Wochenupdate, haben wir das nachweislich damals bei 11.600 und 10.600, das waren damals die Marken, wo wir gesagt haben, okay, das ist eine Warnung, wir haben drei Warnungen damals im Juli 2019, Entschuldigung, 2020 und im August 2020 rausgehauen, wo wir von dieser epochalen und großen Chance geredet haben. Und ich denke, das macht einen guten Portfolio-Manager einfach aus, das macht einen guten Investor aus, dass er einfach die Chance erkennt und diese dann auch wahrnimmt. Aber mir kommt immer vor, dass die Chancen derzeit gerade hier in diesem Bereich überhaupt noch nicht erkannt werden, obwohl die Kurse schon wieder angezogen haben, weit angezogen haben gefühlt. Aber wenn ich mir das Sentiment in diesem Sektor ansehe, muss ich sagen, wir sind immer noch super frisch und super early, weil es einfach immer noch so viel negative Stimmung gibt. Und solange die Stimmung negativ bleibt, gibt es noch so viel Geld, was noch nachfließen kann in diesen Sektor. Und erst wenn, das war immer schon so, das ist einfach ein Börsengesetz Nummer eins. Ein Boom muss immer enden, wenn jeder drin sitzt, wenn es neue Paradigma ist, wenn keiner mehr sagt, jetzt wird es schlecht, jetzt ist es, das ist die neue Welt. Und das haben wir in diesem Sektor noch nicht. Erst wenn das kommt, ja, dann bin ich vielleicht am Überlegen, dass ich sage, okay, jetzt muss man wahrscheinlich wirklich mal nachdenken, dass man mal groß abstößt. Aber solange so viel Negativpresse, so viel negative jetzt Regulierung kommt wieder rein, die Leute generell, die Stimmung ist immer negativ, außer den wenigen, die da wirklich groß dabei sind, muss ich sagen, Hannes, die Chancen sind groß. Das ist keine Anlageempfehlung, soll man ganz klar sagen, keine Anlageempfehlung für euch. Wir tun nur Dinge, die Informationen hier verarbeiten und ganz neutral bewerten. Mehr machen wir nicht, deswegen heißen wir auch das Invest Wahrheitsprojekt. Und Hannes, wir haben es im Prepare for 21 Seminar, haben es ja auch gesagt. Dieses Jahr wird das Jahr von Krypto werden. Es gibt riesen Chancen und das haben wir damals im Seminar super aufgezeigt. Wir haben auch noch eine Aktion Prepare for 21 mit der Jahresmitgliedschaft zusammen, um einen, ja, sehr, sehr, sehr guten Preis. Wenn jeder Lust hat, sollte sich das noch anschauen. Und Hannes, ich denke, die Zeiten in diesem Bereich, die werden erst noch so richtig großig. Ganz richtig, Benjamin. Das ist ja eines der Hauptargumente der Kritiker immer, entweder alles schlecht oder ja, es wäre vielleicht eine Chance gewesen, aber es ist ja schon viel zu hoch. Und genau diese Story höre ich mir jetzt eigentlich seit vielen, vielen Jahren an, bei allen Preisen. Ich habe auch sogar Leute gehabt, die bei 4.000 Dollar gesagt haben, nein, es ist viel zu hoch. Und so geht es immer weiter und weiter, die Story, never change the story, mehr oder weniger. Und von dem her, ich bin einfach der Meinung, wenn man an den Systemwechsel glaubt, wenn man das Ganze erkennt, was dahinter steht, und da geht es nicht um das Technische, was dahinter steht, sondern eben das Systemische, was hinter Bitcoin und der Kryptoszene steckt. Wenn man das einmal erkannt hat, dann weiß man, wohin die Reise geht und dann ist einem auch relativ egal, ob bei Bitcoin jetzt bei 4.000 Dollar, bei 40.000 oder bei 400.000 steht. Denn dann weiß man, wohin die Reise geht und dann will man nur mehr möglichst viel
Bitcoin für sich, für seine Familie und für sein Umfeld besitzen, um eben handlungsfähig zu bleiben. Denn genau das Gegenteil passiert momentan auf der Welt. Die Handlungsfähigkeit wird jedem Einzelnen, jedem Individuum genommen, wird den Institutionen, den sogenannten Eliten, gegeben. Und dagegen hilft nur eins in meinen Augen, eine neue Asset-Klasse. Ja. Alle anderen Asset-Klassen haben sie sich schon bedient. Alle anderen führen an und für sich immer in eine gewisse Abhängigkeit. Ich habe selber Gold, ich habe selber Silber, ich besitze viele verschiedene Titel, aber trotzdem muss ich für mich Bitcoin in meinem Portfolio haben, um eben meinen Gedanken gemäß für die Zukunft richtig aufgestellt zu sein. Muss jeder selber überlegen, muss jeder selber wissen. Aber ich denke, man sollte ganz, ganz wichtig die Scheuklappen ablegen. Auch wenn man ein Leben lang eine Partei gewählt hat, macht es vielleicht irgendwann einmal Sinn, das Ganze eine andere Partei zu sehen. Oder vielleicht sogar das ganze Parteiensystem zu hinterfragen. Das ist das Gleiche. Oder genau, wenn man sagt, okay, ich habe ein Leben lang jetzt in Fiat Fake Money bezahlt. Und dann fange ich einmal einfach an, das Ganze zu hinterfragen. Nicht den Euro, nicht den Dollar, sondern das System Fiat. Und wenn mir das gelingt, wenn ich diese Scheuklappen einmal abgelegt habe, einmal wirklich Systeme hinterfrage, Institutionen hinterfrage, vielleicht auch mich selber ein Stück weit hinterfrage, dann sind die großen Chancen möglich. Und deshalb ist Mindset eben so wichtig. Viele fragen immer, warum muss ich ein Mindset arbeiten, wenn ich erfolgreicher Investor sagen will. Sagt's mir schnell ein paar gute Titel und dann bin ich reich. Aber so funktioniert das Spiel nicht. Genau das ist der Weg mehr oder weniger in den Abgrund, wo alle hinlaufen. Der Staat, irgendjemand, ein schlauer Berater, sagt euch, was zu tun ist und dann ist ja alles gut. Und das führt aber in die Abhängigkeit rein. Das führt in die Unmündigkeit und deswegen haben wir den Schlamassel, wo wir heute stehen. Ich bin für Eigenständigkeit, für Selbstverantwortung und für eine neue Welt, für ein neues System und daran können wir alle gemeinsam arbeiten. Wir bei Invest the Best haben genau das vorzutun und deswegen heißen wir das Wahrheitsprojekt. Legen wir jetzt gemeinsam los, starten wir jetzt durch in diese neue Welt und legen vor allem diese Scheuklappen ab. Dann ist alles möglich in meinen Augen. Hannes, wie immer, super Worte von dir, muss ich wirklich, kann ich total unterschreiben und ganz wichtig natürlich noch unseren Telegram-Kanal, aber auch abonnieren, neben unseren YouTube-Kanal, den ihr bitte unbedingt abonnieren solltet, könnt ihr auch unseren Telegram-Kanal abonnieren, ist hier unter diesem Video, wo wir auch immer wieder jetzt Grafiken posten werden, die einfach auch bestätigen unsere Sicht, die wir schon Monate davor schon hier öfter gesagt haben, präsentiert haben, dass wir einfach immer mehr Dinge, ja, bewahrheiten. Also wie gesagt, Telegram, eine tolle Sache, wo wir auch kommunizieren können. Vergesst bitte aber zum Ende dieses Videos nicht, das doch schon wieder jetzt 16 Minuten dauert. Vergesst nicht, dass gerade dieses Jahr 2021 und 2022 die Zyklen sicherlich nicht schlafen. Nutzen wir deshalb jetzt gemeinsam die Chance daraus. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Tschüss.